Das ganze schreckliche Unglück von Bad Aibling ist jetzt genau 8 Tage her. Wie hast du damals oder vor einer Woche davon erfahren und wie waren deine ersten Gedanken? Ja, ich habe über die Online-Medien davor erfahren, gleich am Morgen nochmal aufstehen. Es war natürlich ein Riesenschock. Noch dazu, wenn sowas vor der Haustür passiert, dann ist das doppelt schlimm. Und ja, man ist erst einmal einfach sprachlos. Ja, natürlich erstmal über die Medien, dann kriegt man viel mit, Fernsehen, Internet und so. Und das ist natürlich schrecklich, weil man bekommt ja eigentlich immer sowas mit, aber nie, dass es so in der direkten Umgebung ist. Also von dem her wirklich traurig, einfach mitnehmen, dass so viele Leute hinter ihnen stehen und an sie denken und für sie da sind und hoffentlich alles Gute für die. Ja, ich habe es in der Kaserne erfahren in Dachau. Mein erster Gedanke war natürlich, oh mein Gott, was ist da passiert? Natürlich auch gleich überprüft, ob nicht irgendwelche Angehörige oder Freunde unterwegs waren. War Gott sei Dank nicht der Fall, aber es ist natürlich echt ein tragisches Ereignis gewesen. Der Manuel Kofer hat mich gefragt, ob er auf mich zählen kann, und dann sage ich natürlich nicht nein, wenn ich mit meinem alten Verein gegen meinen anderen alten Verein spielen darf. Und da bin ich natürlich sofort dabei, wenn es um einen guten Zweck geht. Ja, das ist natürlich eine schreckliche Sache. Ich habe auch alles mitbekommen, auch in den Nachrichten verfolgt. Natürlich 11 Tote, das ist keine gute Sache. Und ich finde, das ist gut, dass sowas heute gemacht werden könnte, dass man ein bisschen den Verwandten helfen könnte. Und ich hoffe, dass es dann viele ganze Summe zusammenkommt. Ja, das ist natürlich schrecklich, was da passiert ist. Und ich habe es gestern schon mal gesagt, jeder kennt einen, der verstorben ist oder schwer verletzt ist, weil sich alles bei uns im Mangfalltal abgespielt hat. Und das ist natürlich eine Katastrophe für alle, für Hinterbliebene, für Angehörige sowie für Verletzte. Und ja, wir als Sportler haben die Möglichkeit, dass man da ein bisschen was macht. Und das ist dann so zustande gekommen, das Benefizspiel, dass wir in der Stadion-Gaststätte bei uns am Nachwuchsalter die Idee gehabt, man kann doch ein Benefizspiel machen. Dann habe ich am nächsten Tag in der Früh einen Franz angerufen. Der Franz hat das mit der Vorstandschaft in Rosenheim abgeklärt. Habe ich mit Ingo Dickmann kommuniziert und alle waren Feuer und Flamme. Und so ist das Ganze dann ins Laufen gekommen. Und ich bin froh, dass das so gut gegangen ist, dass wir die Halle heute hoffentlich voll haben werden und dass wir ganz viel Geld sammeln können. Ja, da ist Bad Aibling mit Manuel Kofler, der Trainer von Bad Aibling, ist auf uns zugekommen, zuerst auf den Franz Stehr. Der hat die Anfrage an uns weitergeleitet und da war keine große Diskussion da. Da haben wir sofort zugesagt und alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit wir das Spiel umsetzen können. Da auch großes Lob an Bad Aibling, die da sehr viel Kraft und Manpower hineingesteckt haben, wo sich auch viele Ehrenamtliche, viele Firmen auch nochmal gemeldet haben und gefragt haben, wie sie das mit unterstützen können.